Dienste, die wir momentan in die Europa eingestellt haben, Wetterinformationen, Gaspreise, Routeninformationen oder einfach Nachrichten. Ihr könnt jetzt einfach mal beim Wetter reingehen und fragt uns, worüber wollen wir denn informiert werden, Wetter, da wo wir hinfahren, wählen wir jetzt einfach mal aus. Ich glaube, es war jetzt Miami als Ziel eingegeben. Ja, genau. Es ging um Informationen über das Wetter in Miami. Also es kommt jetzt alles online rein, durch eine Verbindung, die das Auto über einen Hotspot aufgebaut hat mit einem eigenen Internetzugang. Also hier unten ist die SIM-Karte, ne? Genau. Okay. Ja. Was wir auch noch machen können, ist jetzt, wenn wir weitere Informationen haben wollen oder wenn wir einfach zum Beispiel jetzt zum nächsten McDonald's fahren wollen oder zum nächsten Seafood-Restaurant, dann können wir das per Spracheingabe oder per Menü Point of Interest dem Fahrzeug einfach mitteilen und dann werden wir dorthin gelotst. Also man kann das per Spracheingabe nochmal machen, dann wird die Sprache in einen Textbaustein übersetzt und im Google dann quasi nachgeschaut und dann dort ausgewählt. Also zum Beispiel gezielt zu sagen, McDonald's und Starbucks. Jetzt wird sie gezielt nach dem Schlagwort. Jetzt können wir nochmal die Stimme mit testen. Does this car have dynamic?